Morgen. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in den, für mich besonders spannend, den Unterrichtsalltag eines Kollegen zu sehen. Mein Name ist Lukas Moser, ich unterrichte hier am Haus Tonsatz und Gehörbildung und beides auch in München an der Musikhochschule. Ja, diese Überschrift Notensatz im Alltag eines Theorie- und Gehörbildungslehrers, zumal bei mir ist wirklich noch viel mehr um Alltag im Sinne von, wie sieht meine konkrete Arbeit am Schreibtisch aus, fokussiert sein wird und nicht so sehr auf die spannenden, originellen Unterrichtskonzepte, die Herr Georgi uns gezeigt hat. Deswegen als erste Frage, who cares? Wen interessiert das, auf welche Art ich meinen Schreibtisch organisiere oder meine Arbeit mache? Ich glaube, das sind solche Dinge, jeder, der unterrichtet, muss sich da irgendwie organisieren, wenn es nur die Frage ist, wo man welche Datei hinspeichert, sodass man nur noch die Übersicht behält. Und das sind so Dinge, die jeder sich überlegen muss. Die meisten erfinden das Rad neu und nie spricht man darüber. Vielleicht lohnt es sich, in einen Austausch zu geraten einmal. Das ist das eine Argument. Das andere ist, wir haben jetzt gerade viel Software genannt bekommen, Sibelius, Acrobat Professional und andere Programme, von denen ich zugegebenermaßen noch nie gehört hatte, die gar nicht so wahnsinnig günstig zu bekommen sind immer. Ich wollte meinen Arbeitsalltag zeigen, der ausschließlich mit freier Open Source Software funktioniert. Hier ist kein Stück kommerzielle Software auf diesem Computer drauf. Zum Teil aus ideologischer Überzeugung, zum Teil einfach aus Pragmatik. Und das kommt noch aus Studentenzeiten, wo man auf jeden Euro gucken muss. ja, welche Software ist das, die ich verwende? Ich verwende Lillipont und Frescobaldi zum Notensatz und als Oberfläche dafür. Ich habe in Klammern geschrieben, diejenigen, die sich mit Lillipont etwas auskennen, was zum Beispiel werden verstehen, warum ich dort Development dahinter schreibe. Lillipont ist ein Programm, wenn man auf die Homepage guckt, ist die letzte stabile Version von, was, 6 Jahre her oder so? Genau, und dann gibt es eine große Warnung, wer nicht genau wisse, was er tue, solle diese Version nehmen und keine Entwicklerversion. Falsch. Die Entwicklungsversionen sind viel, viel featurereicher und absolut stabil und für den Alltagseinsatz wunderbar geeignet. Das Einzige, was instabil daran ist, ist, dass rein theoretisch es möglich wäre, dass in einer Entwicklungsversion ein Feature dazukommt, das in der nächsten Version, in der nächsten Woche dann doch wieder ein bisschen anders funktioniert. Ansonsten läuft das, hat man da kein Risiko. Ich verwende LibreOffice. Ich zweckentfremde ein Textverarbeitungsprogramm als Desktop-Publishing-Programm, einfach deswegen, weil mir persönlich für den Alltagskribus zu sperrig war. Ich musste zu oft zur Maus greifen, zu oft ein Menü aufklicken, das ich nicht schnell gefunden habe. Das ist bei mir rein pragmatisch, dass ich da einen Textverarbeiter verwende. Bevor wir zu diesem Programm schauen, wo legt man diese ganzen Dinge ab? Das ist vielleicht eine banale Frage, wenn ich jetzt nur einen Vortrag hier vorbereite mit 3 Beispielen, dann schmeiße ich die alle in ein Verzeichnis. Wenn man erstmal 25 Stunden die Woche unterrichtet an 3 verschiedenen Hochschulen, dann muss man sich irgendwie anders organisieren, damit nicht so etwas passiert. Ich glaube, wir haben das alle schon mal irgendwie gesehen, in dieser Art. Und da komme ich vielleicht auch aus dieser Konferenz mit neuen Erkenntnissen raus. Mir fallen bislang 2 Dinge ein. Ich kann mein Material nach Gegenständen sortieren. In der Gehörbildung mache ich das so. Dann ist es ein Auszug aus einem meiner Ordner. Ist halt alphabetisch sortiert. Ich habe einen Ordner, wo ich irgendwas aus den Bartok-Violin-Dosen aufgearbeitet habe und dort liegen Dateien drin. Da wäre es mir total lieb, wenn ich mal eine vernünftige Methode finden könnte, um diese Materialien mit Tags zu versehen, derart anfängertauglich, Höranalyse, 3-stimmiges Diktat, Generalbasaufgabe nachspielen, also dort Stichworte ranzufügen und danach filtern zu können, ohne eine unabhängige Liste pflegen zu müssen. Da habe ich bislang noch keine geniale Lösung gefunden, Ordner mit suchbarem Text zu versehen. Wenn jemand was weiß, sehr, sehr gerne. Das andere, was ich im Theorieunterricht zurzeit mehr mache, ist, ich sortiere einfach nach Kursen. Und das ist natürlich keine große Kunst. Der einzige Tipp, für den ich sehr stark sprechen kann, ist die Benennung von Dateien. Die Dateien heißen so, sind benannt nach dem Datum der Sitzung, in der das passiert ist. Das funktioniert besonders dann, wenn man nicht zu viele Dateien für ein einzelnes Arbeitsblatt erstellen muss. Dazu sage ich gleich noch was. Dann habe ich in der Unterrichtssituation immer
das Arbeitsblatt und ihr Serverbeispiel und was auch immer ich brauche vor der Nase und verbringe sehr wenig Zeit und Stunden damit, die Studenten damit zu amüsieren, dass ich sage, Moment, wo war das Serverbeispiel? Irgendwo muss ich es doch haben. Dass ich das in der Theorie so mache und in der Gehörbildung nicht, liegt ganz einfach daran, dass in der Gehörbildung sehr häufig, bei mir zumindest, in jeder Woche ein anderes Beispiel thematisiert wird, an dem eine bestimmte Hörmethodik also geübt werden kann, wenn der Theorieunterricht inhaltlich viel stärker aufeinander aufbaut und sehr stark als durchgängiges Semesterkonzept geplant ist. Wenn man in der Gehörbildung manchmal, wir haben das die letzten Wochen geübt, in welchem Stück kann ich das heute auch noch üben? Also da gibt es mehr einzelne Phasen. In die Praxis. Wie kriege ich jetzt ein Notenbeispiel möglichst bequem und möglichst schnell und flott von meinem Notensatzprogramm auf mein Arbeitsblatt drauf? Wenn wir in einem Kurs, wir sind alle sehr fortgeschritten, der Kurs heißt jetzt Notensatz 37 hier, wir haben schon einen Wein studiert alle. Und nehmen wir an, aus irgendeinem Grund hätte ich dieses Notenbeispiel in einem Theoriearbeitsblatt verwenden wollen. Wer Lillipont kennt, sieht gleich, dass ich hier anscheinend vier Stimmen untereinander habe. Das scheint ein Streichquartett zu sein. Lillipont funktioniert so, dass man die Noten darüber definiert. Ich werde gleich darüber nachher etwas sagen. Hier ist es jetzt schon geschehen. Das zu erstellen geht relativ schnell. In Klammern, wenn ich so etwas in einem Arbeitsblatt verwende, nehme ich normalerweise fertig gedruckt. Ich habe das hier vereinfacht, jetzt sind keine Eintragungen irgendeiner Art drin. Das so zu verwenden im Unterricht, dafür gibt es keinen Grund. Ich habe es nur, damit das Dokument möglichst leicht, aber möglichst einfach aussieht und man nicht erschlagen wird von Zeichen. Alles reduziert. Wie kriege ich dieses ganz ordentliche Notensatzergebnis jetzt in ein Arbeitsblatt hinein? Schauen wir einmal in das Arbeitsblatt. Falsch. Ja, ich wollte zeigen, dass es natürlich Vorlagen dafür gibt. Die beim Öffnen sich genauso verhalten, nur dass man nicht gleich einen Dateinamen vorgegeben hat. Man kann, das ist selbstverständlich, man führt das Datum ein. Seit einigen Jahren, nicht mehr Jahren, seit zwei Jahren, muss ich mich da persönlich umstellen und muss, auch wenn es mir immer noch schwerfällt, schreiben, 18. Jänner 2020, darüber bin ich ein Semester lang ausgelacht worden, dass ich immer Januar geschrieben habe. Da schreibe ich eine Überschrift und so weiter. Und hier hätte ich gerne hier ein Wie bekomme ich das von Professor Weiden dorthin? Das war früher relativ mühsam. Ich habe alle möglichen Techniken verwendet. Export im PDF und konvertieren. Export in zeilenweise PNG-Grafiken. Das geht seit man Professor Weiden hat sehr viel leichter, weil Professor Weiden eine wunderbare Funktion hat. Einen beliebigen Notenausschnitt zu markieren. Ich muss da gar nicht sonderlich genau arbeiten. Ja, so genau sollte ich schon arbeiten. Und es gibt eine Exportfunktion, Copy to Image, die mehrere tolle Dinge machen kann. Das habe ich markiert. Der Inhalt ist nur hier. Also es wird automatisch zugeschnitten. Früher konnte das dann nur exportiert werden als PNG, also als Rasterdatei, die man nicht beliebig vergrößern kann ohne Qualitätsverluste. Seit zwei Wochen ungefähr, gibt es eine neue Version von Festival, die das als SVG export kann. Und entweder nur die Bilddaten oder... es gibt natürlich auch PDF, EPS, PNG, JPEG. Ich habe keine Ahnung, warum man jemals als JPEG-Bild solche Informationen exportieren möchte. Es gibt keinen Grund, glaube ich. Außer, dass die Dateien klein sind, aber man wird es auch sehen. PDF funktioniert, aber für alle Alltagszwecke funktioniert SVG sehr gut. Ob es sinnvoller ist, das ist jetzt ein technisches Detail, die Bilddaten in die Zwischenablage zu kopieren oder eine temporäre Datei zu erstellen und einen Link auf diese temporäre Datei in die Zwischenablage zu kopieren. Beides funktioniert im Prinzip. Manches funktioniert mit der einen Software gut, manches mit der anderen gut. LibreOffice möchte lieber einen Link auf eine temporäre Bilddatei, die ich aber nie zu Gesicht bekomme. Ich kopiere das, gehe in LibreOffice, übrigens ein, was ist es. Die Positionierung von Bildern, es ist ja eine Textverarbeitung, ist etwas problematisch in LibreOffice. Es bewährt sich, ein Bild als Zeichen zu behandeln, wenn man es direkt in Unter- und Oberhalb von Text stehen haben möchte.
Das Schöne daran ist, naja, wenn man eine Vorlage öffnet, was dort hingehört, wenn man schon da über Verzeichnisstruktur geredet hat. Ich bin froh um jeden Klick, den ich nicht machen muss. Mich persönlich nervt schon das, was ich gerade getan habe. In diesen Ordner gehen, wo das hin muss, das macht mich wahnsinnig, wenn ich das dreimal am Tag machen muss. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel der PDF-Export automatisch ins richtige Verzeichnis geht. Das ist eine von den Sachen, die mich zum Beispiel bei Scribus, als ich es getestet habe, gestresst haben. Das sind winzige Details, die einem den Alltag sehr verleiden können. Hier ist ein PDF entstanden, hoffentlich, genau, bei dem man zumindest beim Vergrößern nicht auf irgendwelche Qualitätsansprüche verzichten muss. Das sieht wie ein gestochen scharf aus. Man kann sich auch darüber freuen, dass diese Dateien winzig klein sind. Das sind gerade mal, wie sieht man, 60 Kilobyte für so eine PDF-Datei. Womit schon mal einige Minuten. Das ist sehr, sehr effizient und klein. Gelegentlich kommt es vor, dass man ein Blatt mit vielen, vielen Notenbeispielen erstellt. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal in einem sehr theoretischen Kontext, wenn es um Oktavregeln und solche Varianten geht, einen Stapel von Notenbeispielen erzeugt, die so aussehen. Sie sehen, das sieht ein bisschen nach dem A4-Format aus, aber ich habe, glaube ich, eingestellt. Ja, genau. Ich habe One-Page-Breaking eingestellt. Das ist sehr nützlich für so viele kleine Beispiele untereinander. Damit sagt man, Lillipond, mach niemals einen Seitenumbruch, sondern mach einfach die Seite so groß, dass alles aufpasst. Noch ein paar Exemplare mehr. Mal ein großes PDF-Dokument. Denn wenn ich Notenbeispiele einzeln kopiere, möchte ich nicht irgendwo Seitenumbrüche drin haben. Warum mache ich das so und nicht einfach so, dass ich eine Datei erstelle, hier die Tonleiter in 6 Akkorden, hier die Tonleiter in 6 Akkorden, aber davor einen ordentlichen Tonika-Dreiklang und so weiter. Ganz einfach, damit das Verzeichnis, das zu diesem Kurs gehört, nicht lauter Müll enthält, den ich mich nicht mehr zurechtfinde. Das ist dann eine Datei, die heißt Beispiele für dies und jenes. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Export im Textverarbeitungssystem funktioniert, ohne dass ich irgendwelche Dateien erstellen muss dafür. So bleibt temporär und verschwinden. Nebenbei, wir haben jetzt die einzige Chiffrierungsart, die heute sehr wenig zur Sprache kam, doch im JS-Kontext kam es vor. Aus Rücksicht auf die internationalen Studierenden, die das sehr oft so gelernt haben, verwende ich auch viel Stufentheorie in meinem Unterricht. Bis hin zu relativ komplexen Konstruktionen, die mit Lillipond aber alle ganz gut gehen, hier einzelne Noten farbig markiert. Sie sehen, arabische Stufen kommen auch bei mir vor. Generales Notation und so weiter. Funktionstheorie? Geht, ist mit Lillipond nicht, also so weder Funktionstheorie noch Stufentheorie sind nativ in Lillipond integriert. Muss man bislang, bisschen was dazu sagen, da sind Dinge aktiv in der Entwicklung. Das sind Include-Dateien, die kursieren, die einzelne Benutzer geschrieben haben, die für die Funktion, die für die Stufenanalyse funktioniert sehr gut. Die Eingabe ist auch sehr, sehr simpel. Man schreibt 3, 6 und wenn man so etwas machen möchte, bin ich richtig eingestellt, weil dahin, wo ich die Änderung sehen kann, die ich mache. Wenn ich sage, eine Zwischendominante könnte man alles bauen, das geht relativ problemlos, weil die Kommandos, das ist natürlich nicht vorgesehen für eine Stufe, aber es ist ein relativ logisches Eingabesystem, eine kleine simple Stufe als verminderter Dreiklang im 6. Akkord. Funktioniert, man braucht ein bisschen, bis man es auswendig weiß, aber dann ist man damit sehr schnell. Darf ich dann noch kurz einhaken? Ja, klar. Für mich war zum Beispiel auch ein Grund, eine Akkordsymbolik nochmal zu entwickeln. Nehmen wir mal einen Dis-0-Akkord, Dis-0-7-Akkord. Funktionstheoretisch tief alterierte Quinte, also Dis-F-A-C. Manchmal das F und Bass natürlich, in der Regel sogar, würde ja bei einem in der Akkordsymbolik zu einer zusammengeschobenen Terz führen, wenn man es ganz genau macht. Ja.
Könnte das dort darstellbar werden? Ich habe es noch nie versucht, weil ich mich aus didaktischen Gründen weigere, diese Akkorde mit der charakteristischen übermäßigen Sekunde diese Akkorde mit der verminderten Terz oder der übermäßigen Sechste stufentheoretisch dogmatisch mit, als Terzschichtung mit verminderter Terz zu schreiben. Ich nenne da ganz pragmatisch das den deutschen, italienischen und französischen übermäßigen Sechstakkord nach Kerkitz und schreibe dort ganz. Ich würde dort Mark Up hinschreiben. Wo bin ich? Ja. Ich würde etwas in der Art. Ich mache das auch ganz banal so, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass Studierende von komplexen Zeichenkonfigurationen erschlagen werden. Ich bin sehr froh, dass ich nicht von der, vom Doppeldominant-Septakkord mit TF-Alter und Quintbass sprechen muss, sondern dass ich da einen bequemen Ländernamen habe. Aber ganz grundsätzlich, was er macht, ist, er schreibt eine Buchstabenkonfiguration, also in diesen geschweiften Klammern, die werden das Argument für eine Funktion gegeben. Diese Funktion programmiert, wie aus was dann dargestellt wird. Ja. Und wenn, ich habe jetzt inhaltlich nicht genau verstanden, was du gerne hättest, aber grundsätzlich muss irgendjemand sich da hinsetzen, diese Funktion dahingehend erweitern, dass das ausgegeben wird. Ohne das, dass man irgendwas neu kompilieren muss, sondern das ist einfach in diesem Paket, das dafür für diese Darstellung da ist. Das war ja gerade diese Delahunt-Diskussion, dass er eben gesagt hat, der verminderte Septakkord startet im Prinzip bei der 1. Ne? Akkordsymbolmäßig ist das sehr schön eingefangen. Ne? Das Akkordsymbol ist dort angedockt, wo eben der Fundamentbass ist. Also nicht ein imaginäres Hammer darunter, sondern dies 0, sodass dann also wirklich eine 3 im Prinzip draufsteht. Ne? Ja. Versuchstheorie schreibt schön 5, weil sich das von der überhaupt nicht wirklich durchgesetzt hat. Aber dass man sowas einfangen kann, ne? Dass man also im Prinzip eine verminderte 3 mal so eingeht. Ne? Das ist nicht, muss man wirklich nur sagen, was du sehen willst. Ja. Und zweitens, wie du es probieren willst. Und dann muss jemand in dem Fall, weil das David Nanesek. David Nanesek ist das. Ja, also dann muss derjenige oder jemand, der den Code versteht, das einfach machen. Yeah. Und das stimmt, das ist ein Punkt, den ich in dem Vortrag vergessen habe. Ein Teil, inzwischen nicht mehr so, aber als ich das gelernt habe, es gibt eine sehr aktive Lillipont-User-Mailing-List, bei der die einzige Hürde ist, auf Englisch zu schreiben, bei der man manchmal erstaunt ist, es ist zwar Internet, aber von einem unglaublich freundlichen und hilfsbereiten Ton, wie man ihn heutzutage nicht mehr so oft im Internet findet. Und es passiert relativ oft, dass dort jemand schreibt, Leute, ich habe das Problem, ich brauche das. Und plötzlich einen Tag später von jemandem wie Thomas, der ist gerade wieder gegangen, zwei Seiten Code kommen, die genau das perfekt lösen. Das ist sehr, sehr angenehm, dort zu arbeiten. Also das du ist genau alles für jemanden, der zum ersten Mal kommt, wie wenn ich jetzt komme und sage, ich habe hier das Problem, aber ich krieg irgendwas nicht hin, dann kriege ich trotzdem die Lösungen von den Leuten. Also man sieht ja vorne, es gibt schon eine kleine Reaktion bei dem Halbvermittelten, ne? Da, also ist teilweise das ja dann aus der Akkordsymbolik übernommen. Ne? War halt vermindert, ja, beim vierten Akkordsymbol. Ja, genau. Ja. Es gibt Leute, das ist die Frage, wie man in der Stufentheorie beim Septakkord-Umklärung kennzeichnet. Das ist, ob es ein verminderter oder ein verminderter ist. Da gibt es verschiedenste Konventionen. Ich kenne mich meistens an eher amerikanischen Harmoniebüchern, aber. Im Prinzip ist absolut vernünftig. Das kann man alles erzeugen. Das größte Problem, das wir im Moment haben, ist, wenn man so ein Paket jetzt richtig macht und integriert, dann sollte es so sein, dass es eben alle die Möglichkeiten sinnvoll nutzt. Also nicht eins. Wir hatten jetzt mal jemanden, der meinte, er müsste die Funktionstheorie wissenschaftlich begründen können und das One-Size-Fits-All-Konzept machen. Das ist aber noch nicht mal Musiker, sondern eigentlich Ingenieur. Das müsste so sein, dass man das Interface zum Beispiel konfigurieren kann, sagen, ich will jetzt in dem Riemann-Stil schreiben, ich will jetzt im Förster-Stil schreiben und dann das Interface hat. Aber das ist was man eigentlich überlegen muss. Also in der Diskussion Material sammeln und dann entscheiden, sonst wuchert es. Das ist im Prinzip genau das, was Daniel Bradbury gestern über die Entwicklung von Dorico erzählt hat. Ich denke, also über den Prozess ein Feature zu implementieren, dass es am Anfang eigentlich eine Analyse steht, welche Varianten werden eigentlich benötigt. Es gibt gerade zu der Funktionstheorie, das ist ein großes Desiderat, weil gerade im deutschsprachigen Raum, die von sehr vielen noch stark verwendet wird, immer mal wieder Anfragen, warum kann man das nicht bei Lillipont machen? Und dann gibt es immer wieder Vorschläge, macht das doch so und so. Und ich denke mir jedes Mal, naja, ihr kennt halt die drei anderen Lehrbücher nicht, bei denen das alles im Detail anders geschrieben wird.
Und da ist ein sehr, das läuft ja gerade im Prinzip, aber das zu implementieren ist kein Problem und das würde auch implementiert werden. Das Problem ist die Spezifikation, was ist eigentlich genau verlangt. Weil jeder dann doch im Detail die Funktionstheorie anders macht. Und wenn es nur de Lamottes originelle Schreibweise des verminderten Septakkords als D mit kleinen S ist. Oder eckige Klammern oder runde Klammern oder solche Dinge. Genau, wie man mit den mit Orgelpunkten umgeht und so weiter. Ich würde, weil ich weiß, dass das hier eher erschreckend aussieht, wenn man normaler Mensch ist, was hier nichts passiert, gerne anhand eines einfachen Beispiels nach Art einer Gehörbildungsaufgabe einmal von Null auf zeigen, wie lang sowas dauert. Natürlich, das hier dauert relativ lang, bis das erstellt ist, aber das ist auch über jede Woche sind doch ein paar Zeilen dazugekommen, wie man von Null ausgehend so etwas basteln kann. Was ich in der Gehörbildung relativ oft verwende, sind Diktataufgaben, die bei mir aber fast immer Hausaufgaben sind, um die Stresssituation niedrig zu halten. Und wenn man jetzt beispielsweise Bachs berühmten dreistimmigen Satz aus der Wachet auf, diese Stimme, Kantate nimmt mit dem Geigeneinsatz, das wir alle gut kennen, tippen wir das mal in den Punkt ein. den linken Rand sieht man nicht, aber es reicht. Ja, es reicht, man sieht es. Wir sind ganz am Rand. Ein Lillipop-Dokument beginnt mit der Angabe der Version von Lillipop, für die man schreibt, einfach nicht drum kümmern, es gibt eine Tastenkombination für Sobald, die da einfügt. Was ich einfügen möchte, ist, ich schreibe lieber H als B. Hanman Nienhuis ist da, bei dieser Konferenz, der Erfinder von Lillipop, mit dem alles losging, sie sitzen in den Niederlanden und die haben es für ihre Sprache maßgeschneidert. Wir müssen also sagen, Language. Ja, da kann man im Prinzip anfangen zu schreiben. Ganz naiv würde ich sagen, wie geht das? Wir kennen die Melodie, ein B, und dann geht es weiter mit D, S, F, G, ein Sechzehntel. Und ich weiß sogar, dass das bei Bach gebunden ist. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Oben auf der Seite, was passiert. Jetzt kann man gleich mehrere Dinge sehen, die passiert sind. Das S ist schon ein S, aber nicht das, das ich meine. Das liegt daran, dass wenn ich Notennamen eintippe, immer die kleine Oktave gemeint ist. Über das Folgende herrscht ein Glaubenskrieg unter Lillipop-Anwendern. Die einen sagen dann, schreib halt, du willst ein eingestrichenes S. Ich gehöre zur anderen Fraktion. Ich sage, ich gebe gern relativ ein. Und mein erster Ton ist ein B. Und danach wird immer relativ gerechnet. Das heißt, es wird das nächstgelegene S genommen. Das heißt, Intervalle bis zu einer Quarte funktionieren ohne Sondermarkierung. Denn das ist das nächstgelegene S. Wenn ich jetzt das Tiefe wollte, müsste ich ein Tiefkomma dahinter schreiben, das Hohe müsste ich ein Hochkomma dahinter schreiben. Jetzt wissen wir natürlich außerdem, dass der Rhythmus total ruiniert ist, weil das Stück natürlich mit einem Auftakt losgeht. Es lohnt sich, Takte immer zu Beginn einer neuen Zeile zu schreiben und natürlich ist es auch nicht in C-Dur mit vielen Akzidenzien und wir wissen auch, dass das in S-Dur. Und dann geht das Tippen los. Aha, ich mach's mal falsch. Deswegen nehme ich das Stück, weil das als Gehörbildungsaufgabe vielleicht, als Notationsaufgabe eine kleine Herausforderung darstellt, rauszukriegen, was hier passiert. Dass ihr am Schluss zwei A Tippfehler, S, passiert mir jeden Tag, hundertmal. Dass am Schluss die beiden Achtelfähnchen haben, ist eine Eigenheit des Bewalkungsalgorithmus von Lillipop, wenn die Musik danach nicht mehr weitergeht. Ich habe keine Ahnung warum, sobald die Pause dahinter kommt, ist das Problem erledigt. Was mache ich eigentlich falsch? Genau. Wenn man, manchmal ein Fehler, wenn man die, sobald ich die Klammer schreibe, denkt Lillipop, die Definition der Note ist vorbei, die nächste 16 muss dann eine Wiederholung der gleichen Note sein. Daran. Am Anfang zerbricht man sich über sowas die Köpfe nach dem Kopf, man sagt nur ein. Das ist aber sehr schnell im Fleisch und Blut. Stimmt die Melodie jetzt eigentlich? Genau. Mir gefällt die Bebalkung nicht, denn ich weiß, dass Bach es so geschrieben hat,
dass die zu zweit gebiked sind. Man kann das per Grundeinstellung regeln, die ich nie richtig verstanden habe. Im Zweifelsfall für so ein kurzes Beispiel mache ich es per Hand. Ich setze eine offene und geschlossene Klammer. Das ist jetzt einfach völlig unstrukturiert. Die Datei beginnt mit Versionsangabe, Sprache und jetzt kommen die Noten. In Wirklichkeit möchte ich da vielleicht noch einen Bass dazu. Der erste Schritt dazu ist zu sagen, das ist nicht die Musik, die besetzt werden soll, sondern das ist etwas, was ich wiederverwenden möchte. Ich speichere das in eine Variable. Im Prinzip erzeugt Lillipop jetzt keine Noten mehr. Dass das hier noch steht, liegt daran, dass er jetzt so wenig Noten zu fressen hat, bekommen hat, dass er nicht mal mehr eine neue PDF-Datei erstellt hat. Erst jetzt wird er eine Geigenstimme erzeugen. Aha, die Variable allein akzeptiert er nicht, aber wenn ich sage, erzeuge einen Staff, ein Notensystem der Geige, was es mir ermöglicht, mehrere Stimmen parallel zu setzen, indem ich zum Beispiel dazu eine Bassstimme setze. Man sollte Quelltexte schön strukturieren mit Eindrückungen, damit man sich wieder zurechtfindet. Man kann es per Hand machen oder man lässt den Computer für sich arbeiten. Ich mache es immer. Eine Bassstimme dazu. Der geht irgendwie auf dem tiefen S, glaube ich, los. Sollte im Bassschlüssel stehen. So. Beginnt mit einer Pause. Wir sehen, die Tonartangabe kopiert sich nicht in die anderen Systeme. Findet man erstmal irritierend, aber dann schaut man einmal eine Orchesterpartitur an mit transponierenden Instrumenten oder solche Instrumenten wie den Hörnern, die sowieso keine Vorzeichen irgendeiner Art von lesen möchten. Das hat schon seinen Sinn, dass ich das nicht kopiere. Also machen wir es hier noch einmal. Man kann das natürlich in globalen Variablen definieren, aber warum? Der Bass ist zum Glück einfach. Und bislang kann man das in jedem anderen Notensatzprogramm so machen. Das für mich faszinierend an dieser Art mit Quelltexten ist, dass man aus demselben Quelltext sehr bequem verschiedene Versionen des gleichen Beispiels generieren kann. Beispielsweise, typische Sache der Gehörbildung, der Lückentext und die Lösung. Ich persönlich habe da mehrere Arten damit zu arbeiten. Es gibt ein Kommando, das heißt Hide Notes, das versteckt die Noten. Ich packe das aus Gründen, die wir gleich sehen, gerne in einen Kürzel, Invis für Invisible, kann man definieren, wie man möchte, und sage, der Lückentext soll hier beginnen. Dann sehen Sie, aha, Hide Notes, versteckt Noten. Na gut. Deswegen definiere ich ein extra Kommando, das beides macht, das auch die Bindung rauswirft. Irgendwann möchte ich vielleicht, dass dann die Pause am Ende wieder eingeblendet wird, dass man wieder ein Indiz im Lückentext drinsteht. Man könnte sagen, undo invisible, aber auch das ist mir zu viel Tipperei. Ich sage, das gleiche kann man natürlich hier machen, den Anfangston verrate ich. Wenn ich ganz wenig Zeit habe, mache ich das so und für die Lösung redefiniere ich einfach das Kommando für invisible. Dann ist es, das ist natürlich jedem Informatiker graustens, wenn ich sowas tue, aber es funktioniert. Wie man es richtig macht, zeige ich gleich. Ich habe ein Kommando, das dieses unsichtbare Machen wieder löscht. Die seriöse Art, damit hinzuarbeiten, ist natürlich, und was nötig ist, sehe ich zum Beispiel dann, wenn ich die Lösung und den Lückentext untereinander haben möchte, naja, jetzt gilt einmal für etwas für beides. Was nicht funktioniert, ist zu sagen, redefinieren wir das doch einfach dazwischen, das geht nicht. Was ich umdefiniere, passiert nichts, weil die Musik schon eingelesen ist. Was man machen sollte, ist zu sagen, ist mit Tags zu arbeiten. Und jetzt kann ich hier so etwas sagen wie, lass hier alles weg, was diesen Tag hat. Fresco Byte schlägt uns noch vor, ich soll das mit Raute und Apostroph beginnen. Das sind so diese Kleinigkeiten, die normalen Menschen als Benutzer vertreiben. Zum Glück ist das heute nicht mehr nötig. Castro hat da sehr viel Arbeit investiert, dass wir einfach schreiben können.
tun. Was ist der Sinn an dieser Sache, wenn ich etwas an beiden Stimmen ändern möchte? Zum Beispiel einen Fehler in beide Stimmen einbauen. Warum sollte man das tun? Aber jedenfalls, ich kann sie beiden ändern. Überhaupt sollte ich auch die Aufgabe in eine Variable schreiben. Dann ist nämlich die zweite Partitur ebenfalls nur noch mit einem wesentlich kürzeren Kommando zu erzeugen. Wenn ich mir also überlege, dass diese Aufgabe in S-Dur doch irgendwie blöd ist, werden beide gleichzeitig rausgelegt, beide gleichzeitig verändert. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, für solche Notationsaufgaben, vielleicht bei dem Mach nicht, bei atonalen, längeren Notationsaufgaben, fällt es vielen Studierenden viel leichter, wenn sie sich zuerst mal fragen, was ist eigentlich der Rhythmus der Stimme? Für Anfängerkurse im ersten Semester gebe ich den Rhythmus manchmal sogar vor. Dann könnte man bei der Aufgabe also einfach dazu ein System setzen, das nur den Rhythmus der Bewegung der Stimme enthält. Ich kann die gleiche Variable verwenden. Jetzt sehe ich nur mehrere Dinge, die mich hier stören. Erstens, in der Rhythmusangabe brauche ich nun wirklich keine Bindungen. Kleines Detail, ich habe nicht geschrieben hide, sondern omit. Der Unterschied ist, was gehidet, was versteckt wird, wird gedruckt, nur halt unsichtbar. Was omitted ist, findet gar nicht statt, nimmt also auch keinen Platz weg. Und jetzt ist natürlich zwei Dinge, passen wir jetzt noch gar nicht. Erstens, die Rhythmusangabe in der Lösung ist ja Quatsch. Ich sollte also sagen, dass beim Einfügen des Rhythmus das Verstecken unsichtbar, das Verstecken rückgängig gemacht wird. Also im Tag, der Kontext habe ich es genannt. Jetzt findet es hier statt, man kann sich orientieren. Und eigentlich brauche ich diese ganze Rhythmikzeile beim Rhythmtext bei der Lösung der Aufgabe natürlich nicht. Das heißt, ich kann diesen ganzen Step auch wieder mit dem Tag versehen. Dann ist das die Aufgabe und das die Lösung. Eine letzte Sache, manchmal erzeugt man auch Notenbeispiele, die nicht dazu gedacht sind, eingefügt zu werden in irgendeinem Dokument, sondern die ich direkt von Willibald aus drucken möchte, weil es lang genug ist, dass ich einfach ein Papierblatt austeilen kann. Dann möchte ich also, dass diese Beispiele nicht untereinander stehen, sondern irgendwie getrennt werden. Die Lösung bei Willibald ist, einzelne Dateien werden dann erzeugt, wenn ich einzelne Bücher erzeuge, warum auch immer das Book heißt. Man versieht diese Scores mit Label wie Book. Wer mal programmiert hat, erschrickt gleich, wenn er zwei schließende Klammern auf gleicher Ebene untereinander liest. Das ist ein Indiz, dass man mal wieder nachformatieren sollte. Ich bin dafür zu faul. Ein Großteil passiert schon beim Eintippen automatisch, aber so. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Jetzt heißt die eine Datei Diktat und Diktat 1. Das ist ja wohl schrecklich. Dann finde ich mich in nächster Woche nicht mehr zurecht. Es gibt ein Kommando, sagen, nee, dieses Ding hier, das ist der Lückentext oder Vorlage, nenne ich es gerne kurz. Falsch. Was für sich erzeugt wird, sind zwei PDFs. Die eine heißt Lösung, die andere heißt Vorlage. Das ist jetzt natürlich in dieser Form noch nicht wirklich verwendbar. Das waren die alten, die brauchen wir nicht mehr. Ich lösche nochmal alle PDFs, um zu sehen, was er wirklich nur die beiden erzeugt. Die jetzt erzeugt sind, sind Bach, Diktat, Lösung. Bach, Diktat, Vorlage. Natürlich ist das etwas zu kurz für eine Aufgabe und deswegen würde ich das niemals so austeilen, der arme Wald. Ja. Bei den arabischen Stufen könnte Lenipon dort auch ein Vorzeichen. Also im Kreis integrieren, wäre natürlich gut, aber jedenfalls davor. Da ich das zur Zeit oder würde? Gleiche Antwort vorher. Ja, ich wollte nur wissen, ob es jetzt schon so ist. Ja, also
Das ist ein viel einfacheres Problem. Also man kann Lilypond erweitern, wenn man etwas Scheme programmieren kann. Und das, da gibt es eine sehr große Bandbreite von man kann gar nichts bis zu man heißt damit Castro oder so. Und ich bin wahrscheinlich hier ungefähr. Und hier konnte ich mir schon ein Kommando schreiben, das Zahlen mit Vorzeichen in einen Kreis setzt. Ich verwende das inzwischen nicht mehr, weil ich die nicht mehr markiere, sondern nur noch mit 6 Pfeilen nach oben und Pfeilen nach unten arbeite und verwende deswegen einfach diejenigen Zeichenkreise, die im Unicode-Character-Set ohnehin enthalten sind. Und füge die als normales Textelement in Lilypond ein. Lilypond ist Unicode-basiert und kann diese Zeichen direkt erzeugen. Deswegen mache ich es im Moment nicht, aber es geht. Das ist was, was man entweder, wenn man es kann, selber programmiert oder man bittet die unglaublich hilfsbereite Community und dann wird es. Ich glaube, für die arabischen Stufen lohnt es sich schon, das ist immer verbreitet. Normalerweise ist bei Lilypond die Antwort immer, es gibt sehr wenige Dinge, die prinzipiell nicht möglich sind. Alles andere geht eigentlich, wenn man es programmieren kann. Und es gibt sehr hilfsbereite Leute, die viel für programmieren. Das ist ungefähr das, was ich zeigen wollte. Noch eine letzte Frage, die ich stellen kann. Ja. Bei längeren Formverläufen, die jetzt wirklich richtig langen Noten texten, also bei mir ist die Sehnsuchtsreihenfolge eigentlich immer so, ich höre Musik, von der ich sage, super Stück, wie kriege ich es hin, will ich unbedingt im Unterricht haben, ist dann vielleicht oft länger, als ich es schaffe, was bei mir zu der Verwendung von Skibus geführt. Was machen Sie, wenn die Formen einfach länger sind? Weil jetzt haben wir ja doch ein Momentchen gebraucht, bis das gecodet war. Größere Sachen sind. Die Noteneingabe braucht Zeit in dem Programm. Es gibt Möglichkeiten, die Eingabe noch mehr zu beschleunigen. Manche verwenden MIDI-Keyboards. Ich persönlich bin am allerschnellsten mit Tippen direkt. Wenn ich längere Notenbeispiele im Unterricht brauche, nehme ich meistens Originalpartituren, weil ich da nicht viel solcher analytischen Dinge an. Das kam einfach bislang in meinem Unterrichtsalltag nicht so oft vor. Einen ganzen Sinfoniesatz einzutippen, dauert hier Zeit. Ich glaube, dass ich nicht viel langsamer bin inzwischen, wenn ich nicht dazwischen kommentiere, als jemand, der es in Sibelius eintippt. Es sei denn, weiß ich nicht, es gab es noch nicht mal Geschwindigkeitswettbewerbe. Ich glaube, irgendjemand hat mal was gemacht. Also ich würde es gar nicht mehr in Sibelius eingeben, auch das dauert schon viel zu lang. Ja, genau. Also da würde ich eine Lösung machen wie Sie, dass ich die Originalpartitur mir irgendwie entweder unverändert austeile oder in Chunks zerlege und auf einzelne Seiten verteile. Ja, das auf jeden Fall. Also Lilypond könnte im Prinzip auch Grafiken integrieren und dann mit Analysesymbolen und so da einfach dran gehen. Ja, natürlich. Das wäre möglich. Allerdings, eine Sache, für die ist Lilypond nicht gedacht, systembedingt, nämlich Dinge irgendwo dorthin auf die Seite zu setzen, wo man sie gerade haben möchte. Das Grundprinzip von Lilypond ist, sag mir den Inhalt und ich finde die beste Layout-Anordnung dafür. Und deswegen ist Lilypond, es geht sicher, man kann ein Bild einbinden und dann eine unsichtbare Notenzeile darunter und dann die Analysezeichen dranhängen, kann man machen, aber ich glaube, dass es darin ist das Programm schlechter, als wenn man anderes. Ja, ich würde nicht sagen schlechter dafür, das ist einfach das falsche Werkzeug. Ja. Eigentlich ein Werkzeug für Weltkultur einstellen. Nee, das, was du brauchst, ist ein effizientes Mittel, um über ein PDF zu schreiben. Und zwar dahin, wo, also die Positionen auf dem PDF, die sind ja nicht kodiert. Die sind nur visuell, du musst es also wirklich visuell dahin. Und natürlich, wir sind, wie Sie gesagt haben, mitten in einer Entwicklung. Wir haben ja gestern schon gesehen, die digitale Mozart-Edition, es ist ja im Prinzip alles verfügbar. Ich bin nicht auf dem Laufenden, wie gut man Daten, zum digital kodierte NMA, neue Mozart-Ausgabe, Daten in Lilypond integrieren könnte. Gibt es dort Konverter? Wenn ich die Verovio-Dinge von gestern sehe, bin ich unglaublich beeindruckt, aber wünsche mir, ach, wenn es doch nur so schön aussehen würde, wie meine Lilypond-Dokumente aussehen, weil es natürlich auch zu etwas anderem gedacht ist, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis immer größere Datenmengen in einer Form verfügbar sind, die in allen möglichen Programmen Sibelius oder Lilypond verwendbar sind. Ich wäre natürlich froh, wenn ich die KV 550 einfach nur einlesen müsste in Lilypond und dann tolle Dinge damit anstellen könnte.
Ja, das wäre das, was ich zu sagen habe, zu zeigen habe. Sehr herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und sollte es noch Rückfragen geben, die auch gern beantworten. Nein, ich möchte gerne sagen, dass ich erkenne viel, ich arbeite auch mit Wildbund und ich mache zum Beispiel Examen für meine Schüler und brauche die Beispiele und halt Deutsch. Das ist sehr mächtig. Und ich denke, das ist, ja, für mich ist das ein guter Weg, um Examen zusammenzustellen oder einige Übungen oder so etwas. Und, zusammen mit Text und so. So ich kann in Praxis, ist das für mich auch gut zu arbeiten. Ja. Ich kann es nur bestätigen, ich verwende seit 3 Jahren, glaube ich, ausschließlich diese Kombination. Und es gibt gelegentlich mal Momente, wo ich mir dachte, naja, das wäre jetzt wahrscheinlich mit dem Sibelius vielleicht schneller gegangen, wenn ich eins hätte, aber es ist selten der Fall. In bestimmten Genres, wo ich unterwegs bin. Ja. Wenn ich unbedingt eine gut klingende MIDI-Version auch erzeugen möchte, bei gut klingenden MIDI, das ist ein bisschen schwierig, aber Lilypon kann MIDI-Dateien erzeugen, die klingen so unmusikalisch, dass sie genau einem Zweck dienen, abhören, ob man Fehler gemacht hat. Zum Verwenden sonst eigentlich nicht gedacht. Das ist was, wo es Schwächen gibt, wo ich mir manchmal an Sibelius wünsche. Da bin ich manchmal beeindruckt, wie das klingen kann. Bei Dorico weiß ich es nicht. Aber wahrscheinlich auch, ja. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, sollen wir eine Pause machen oder willst du die direkt anschließen? Okay, keine Pause machen. Einige Minuten Pause und dann geht es mit Puslisca weiter.